Alle, die mich auf Instagram verfolgen, haben es in der Story gesehen. Ich habe meine Koffer gepackt. Dieser Koffer ist gepackt. Mein neuer Film- und Fotorucksack ist auch gepackt. Vielen Dank an das Radsporthaus Balance, dass ihr so schnell mir den Rucksack zugeschickt habt. Darüber wird es auch noch ein Video gehen. Aber ich möchte nicht zu viel versprechen. Ich möchte nur sagen, dass es echt der geilste Rucksack, den es gibt für Filme und Fotografen. Darüber gibt es auch ein extra Video. Ich habe meine Sachen gepackt, denn es wird wieder Rad gefahren. Es werden wieder 2-3 Teile entstehen, denn ich wurde eingeladen nach Bayern, besser gesagt nach Hof. Ich möchte aber noch nicht so viel verraten, ihr werdet es dann später sehen, denn es wird auf jeden Fall Rad gefahren, aber nicht mit dem Big Bike und auch nicht mit meinem kleinen Dirt da hinten. Ich habe diesmal ein anderes Fahrrad zur Verfügung und das werde ich euch auch dann später vorstellen, aber jetzt packe ich erstmal mein Auto ein und dann geht's auf die Reise Richtung Hof in Bayern. Das, man hat so richtig krass Hunger und dann kommt einfach keine Raststätte, nix. Ich fahre jetzt seit 2 Stunden Autobahn, ne? Ich fahre 2 Stunden lang geradeaus und hier kommt einfach nix zum Essen. Ich könnte ausrasten. Ich habe heute Morgen um 11 das letzte Mal was gegessen und jetzt haben wir es gleich um 5. Ey, Katastrophe. Drückt mal kräftig die Daumen, dass endlich was zu essen kommt. Das gibt's doch nicht. Alle paar Meter kommen hier irgendwelche Toiletten, irgendwelche Ausfahrten, wo man auf Toilette fahren kann. Aber es gibt keine Raststätte oder irgendein Restaurant, was hier an der Autobahn ist. Ey, das gibt's doch nicht. Freunde, das gibt's nicht. Ohne Witz jetzt. Ich bin jetzt seit 2,5 Stunden unterwegs. Gab mich länger wie 2,5 Stunden. Und ich habe immer noch keine Raststätte gefunden. Ey, entweder bin ich blind oder hier gibt es einfach keine. Aber ein blindes Huhn sollte eigentlich auch mal einen Korn finden. Ich drehe durch, Freunde. Seht das? Könnt ihr es erkennen? Könnt ihr es erkennen? Jetzt gibt's Essen. Es ist zwar das ungesündeste Essen, was es gibt auf der Welt, ist mir aber ehrlich gesagt so egal. Ich habe einfach nur Hunger und bin so froh, endlich was zu essen gefunden zu haben. Habt ihr eigentlich schon rausgefunden, wo es hingeht? Einige von euch werden es mit Sicherheit wissen, denn Hof ist eigentlich bekannt für etwas, wo man richtig geil Radfahren kann. Ich verrate es auf jeden Fall jetzt immer noch nicht, aber ihr habt immer noch die Chance, schreibt es in die Kommentare. Und ich bin auf jeden Fall richtig gespannt, wie es wird. Ich habe echt keine Ahnung, was vorbereitet ist. Ich wurde einfach nur angerufen, wie letztes Mal beim Fabio. Felix, komm vorbei, wir machen was Cooles zusammen. Und ich bin echt gespannt, wie es wird und hab mega Bock. Und ihr, genau du, da hinten in der Ecke, ja, genau du, du bist auch wieder mit dabei. Ich werde komplett alles filmen. Aber jetzt wird erstmal gegessen. Privat. Ihr habt's gehört, ich bin angekommen. Ich bin jetzt beim Robin und habt ihr auch gleich einen Namen gehört, wer mich denn eingeladen hat. Ja, er heißt Robin. Ich kenne ihn persönlich noch nicht. Ich habe es jetzt bloß mit ihm hier WhatsApp geschrieben und einmal telefoniert. Er hat mich hier eingeladen. Also ihr seht, hier ist es dunkel und hier liegt auf jeden Fall noch Schnee und es ist echt kalt. Und ich bin wirklich mal gespannt, was mich denn hier alles so erwartet. Ich mache mich auf die Suche nach dem Robin. Und er wird mir und uns dann mit Sicherheit sagen, was denn die nächsten Tage alles auf mich zukommt. Und ich habe auf jeden Fall schon mega Bock drauf. Das ist Robin. Hi. Und verrat einfach mal, weil ich habe es noch nicht gesagt, wo sind wir denn eigentlich hier? Wir sind hier im Radquartier. Das ist so eine Extremsporthalle. Hier kannst du skaten, BMXen, biken, Scooter fahren. Alles, was du möchtest. Und das ist eigentlich auf den Mist gewachsen, weil ich beim Fabio war. Und habe ich gekommen, seit ihr ins Gespräch gekommen. Ja, genau. Und jetzt habe ich den Mist am Backen, dass ich wieder mit einem Hardtail unterwegs bin und einen auf Dirt- und Streetfahrer mache. Ja, wir lernen hier schon ein paar coole Tricks, glaube ich. Wir haben hier eine coole Street-Area, wir haben hier ein Formpit, Trampoline, alles, was du möchtest. Ich habe auf jeden Fall mega Bock und ich würde sagen, wir schauen uns mal alles in Ruhe an. Und morgen geht es auf jeden Fall richtig los, denn ich bin mehrere Tage bei dir zu Besuch.
Und ja, also das ist auf jeden Fall schon mal der Eingangsbereich. Und folge mir. Ich folge dir unauffällig. Wie lange gibt es die Halle schon? Oh, du fragst mich Sachen. 2009, haben wir gesagt, ist, glaube ich, Radquartier gegründet worden. Und ja, sieht es noch ein bisschen aus. Die Halle war heute vermietet. War hier vorne noch eine krasse Session. Hier, wo du siehst, ist unser Skateparkbereich. Hier kannst du dich ja auch mit dem Dirtbike echt cool austoben. Wir haben das Bikes, Walls, Hips, alles drum und dran. Ist echt eine coole Sache. Ist auf jeden Fall echt eine geile Sache, besonders jetzt im Winter. Weil man will ja trotzdem irgendwo Radfahren und alle, die Bock auf Dirt und Streetfahren haben, können ja in der Stadt jetzt nicht abgehen. Und das ist auf jeden Fall eine echt geile Sache. Da hinten, genau hinter dir, haben wir so einen Bowl von Red Bull. Das Teil ist richtig krass, da gehen wir direkt mal hin. Das habe ich auch sofort gesehen und dachte mir einfach nur, fuck, was geht ab? Passt auf. Das ist halt auch geil. Da kannst du auch ein Looping fahren, wenn du Bock hast. Also wer von euch mal Looping fahren will, müsst auf jeden Fall mal herkommen, mal Looping fahren. Also ich werde es auf jeden Fall in den nächsten Tagen nicht versuchen, hier Looping zu fahren. Wenn wir jetzt mal hier reingucken, da hinten kann man Looping fahren. Wir hatten da hinten noch ein kleines Aquarium mal drin. Das ist der schwarze Streifen. Aber ich habe das Wasser jetzt ausgelassen. Hast du gedacht, ja, die Fische sind im Winterschlaf, würde ich sagen. Aber machst du wieder rein? Nee, machst du nicht wieder rein? Nein. Ja, ist richtig. Auf jeden Fall mega geil. Und hier machst du auch regelmäßig Wettkämpfe hier, ne? Genau, wir haben hier so einen Skateboard-Contest, BMX-Contest, Bike. Alles, was das Herz begehrt. Auch so eine 33-Stunden-Session. Ach echt? 33 Stunden Vollgas? Vollgas, ja. Ist ja richtig fett. Ich war damals in Mühlhausen, kennst du bestimmt, oder? Ja. Und in Mühlhausen gab es was im Angebot, dass man da auch übers Wochenende über Nacht bleiben kann. Fand ich halt auch geil. So eine, ja, so in der Art kannst du dir das 33 Stunden vorstellen. Wir haben hier so einen DJ, machen so Spaß-Contest durch die Nacht und... Ist ja fett. Und das findet man bald auf der Homepage, oder? Ja, es ist immer so im September. Wir machen es immer September. Gegen. Ich werde auf jeden Fall alle wichtigen Daten wie immer in der Videobeschreibung reinschmeißen, weil das auf jeden Fall eine echt coole Sache ist. So, auf geht's in die Haupthalle. Und da ist was richtig Geiles. Die Haupthalle ist richtig fett. Denn, was ich nicht wusste, hier ist einer der Gründer von... Vom Trampbiken. Trampbiking. Also das gibt's schon Ewigkeiten, ne? Jetzt bist du so laut, dass man mich nicht mal hört. Ach so, oh, sorry. Trampbike kennen mit Sicherheit viele von euch, denn das ist so eine Sportart, die geil ist und die auch so einen Trend mitbringt. Richtig cool abgehen mit dem Trampbike. Zeig mal, wie es geht. Gleich, das Trampbike ist noch im Shop, ich führe dich erstmal hier kurz um. Gut, ihr seht's gleich. Und zwar, hier haben wir eine kleine Mini-Rampe. Ist ganz cool auch zum Skaten, zum Warmmachen. Rechts neben dir stehst du schon vor dem Formpit. Wir haben da verschiedene Absprünge, geraden Absprung, eine Quarter, alles Mögliche. Das ist auf jeden Fall, also alle, die die Videos gesehen haben, als ich meine Backflip-Challenge hatte bei Fabio. Die geht weiter, habe ich gehört. Die Backflip-Challenge. Davon habe ich nichts gehört. Nein, wir schauen einfach mal, wo es uns hinführt. Von hier oben ist auch ganz cool, da kannst du ein paar Drop-Sachen reinüben. Hinten hast du so einen Racy-Sprung, das ist so eine gefederte Landung. Wenn du halt jetzt einen Backflip dann umsetzen möchtest, ist jetzt nicht so schlimm, wenn du mit dem Rücken da zuerst reinmachst. Eine große Line und natürlich unser Trampolin. Und da gehen wir jetzt hin. Willst du nicht erstmal ins Formfit springen? Mit oder ohne Fahrrad? Ja, hier, von hier oben. Wunderbar. Ja, heute nicht. Heute nicht. Heute nicht. Wir machen heute erstmal Anreise, bisschen kennenlernen, gemütlich. Und dann in den nächsten Tagen kann man sich ja langsam rantasten und steigern. Okay. Und dann wird es auf jeden Fall funktionieren. Aber jetzt will ich erstmal dich sehen, wie du in deiner Meisterdisziplin eine Double Backflip auf dem Trampolin mit einem Fahrrad machst. Abends um 10:30. Also selbst wenn es früh um 8 wäre, würde ich es nicht schaffen. Aber also wir haben es, nur zur Info, wir haben es 10:30. Nur zur Info. Ich bin saumüde. So, hier ist der Shop zum Anmelden. Wir holen jetzt mal das Trampbike hier raus. Was ist denn der Unterschied? Das ist vielleicht für auch einige wichtig, weil Trampbike kennen vielleicht einige nicht. Was ist denn an so einem Fahrrad anders? Also ich weiß nicht, ob es euch auffällt, aber dieses Bike besitzt keine Räder. Die Geometrie ist auch so ausgelegt, dass das Rad gut eben auf dem Trampolin steht. Und ja, alle überflüssigen Sachen wie Kurbeln und so sind raus.
Das ist jetzt unser Test-Trampbike hier im Radquartier. Sieht man auch schon, es wird gut hergenommen. Das sieht voll am Arsch aus. Weil die Jungs auch gerade eine gute Session mit hatten. Und ja, ansonsten hast du eine Federgabel, die ziemlich hart ist, damit die dir nicht nochmal einen extra Schub gibt auf dem Trampolin. Und ja. Geil. Geil. Ich würde sagen, er macht sich mal warm und dann machen wir mal so eine kleine Mini-Session. So ein bisschen mit geiler Mucke. Und dann zeigst du, was du drauf hast. Habt ihr Bock drauf? Zeigt einen Daumen nach oben und kommt auf jeden Fall mal vorbei hier im Radquartier in Kirchen. Kirchen-Lahmitz. Kirchen-Lahmitz. Das ist 15 Kilometer von Hof, ne? 15 Kilometer von Hof. Bayreuth sagt vielen Leuten wahrscheinlich was. Also ihr merkt, ich bin wieder vorbereitet. Ich habe meine Hausaufgaben gemacht. Und ich wünsche euch viel Spaß mit einem kleinen Einblick vom Trampbike World Championship 2017. Auf jeden Fall schon mal richtig krass und was ich gerade erfahren habe, sowas kann man ja auch lernen, man kann da auch Wettkämpfe dran teilnehmen, denn ihr macht ja die Weltmeisterschaft hier, ne? Ja, genau. Trampbike World Championship. Ich habe das gerade als Spaß gesagt, aber dann hast du mich aufgeklärt, dass es ja wirklich ernst ist und du bist amtierender Europameister. Ja. Also wenn ihr wirklich mal Bock drauf habt, kommt ihr her, probiert es aus und wenn ihr richtig Bock drauf habt, könnt ihr auch an Wettkämpfen teilnehmen. Hab ich vorher so noch nicht gewusst. Ist auf jeden Fall eine krasse Sache, wie du mit dem Teil abgehst. Ja, ist eine lustige Sache. So eine Mischung zwischen Spaß und Übung für die Radtricks. Und das Geile ist, ich habe das vorhin auch schon mal ausprobiert gehabt, das ist noch sicherer wie ein Foampit. Und nicht so anstrengend, weil du nicht mal auskrabbeln musst. Das stimmt, das ja. Das ist halt das Geile. Du kriegst halt ein übelst cooles Fahrradgefühl auf eine andere Art und Weise, wo du halt Tricks dir relativ schnell eignen kannst. Ich habe zum Beispiel noch nie einen Barspin gemacht und habe vor uns einfach einen Barspin gemacht. Zack. Easy. Auf jeden Fall richtig, richtig geil. Und ich würde sagen, mach noch mal einen richtig geilen Trick. Einen richtig geilen Trick. Hau noch mal einen richtig geilen Trick raus. Mit dem Rücken war geil, wo du mit dem Rücken drauf geknallt bist. So mit, seitlich? Ja, das war hammerhart. Okay, warte. Okay, ja. Ja? Komm, hau doch mal richtig raus. Yes! Auf jeden Fall mega, mega geil. Das soll es auch schon gewesen sein vom ersten Tag. Wie gesagt, plus Anreise, kurz ein bisschen Hallo sagen, eingewöhnen, ein Gefühl für die Halle bekommen. Und ab morgen geht es auf jeden Fall dann richtig los. Und ich bin gespannt, was sich alles so ergeben wird. Und wann du den Backflip springst. Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen richtig geilen Tag. Schaltet auf jeden Fall morgen wieder ein. Wenn es zum Teil 2 geht, schaut in die Videobeschreibung. Bis morgen.